Was geht ab, meine lieben Freunde, euer Öni hier und herzlich willkommen zum zweiten Teil von Resident Evil. Ach, Silent Hill, The Short Message. Es geht heute weiter. Wir haben ja vor ein paar Tagen hier den Teil 1 hochgeladen. Wir sind jetzt hier im Livestream zocken, den zweiten Teil. Sie ist letzte Folge vom Gebäude runtergesprungen und jetzt geht es weiter. Wir sind gerade hier im Livestream, der Chat ist auch am Start. Könnt ihr hier sehen, meine Damen und Herren. Eieieiei. Es geht weiter. Wie immer, Daumen da lassen, kommentieren, abonnieren, favorisieren, zeigt es euren Freunden. Horrorspiele mit Ernesto, das ist es. Das ist das Feeling. Ich hab Bock, ich hab Nervenkitzel, ich hab Adrenalin und jetzt geht's weiter mit der toten Anita sozusagen, die vom Dach gesprungen ist. Let's go. Okay. Hey, warte mal. Oh mein Gott, es fängt an, wie es beim letzten Mal angefangen hat. Es ist dieselbe Stelle. So haben wir letzte Folge angefangen. Die ist einfach Blade geworden. Daywalker. Danke für die 5 Euro im German. Ich lese aber jetzt nichts mehr vor, Leute. Das ist jetzt Let's Play für YouTube. Oh no. Oh mein Gott, Akku ist einfach leer. Lad auf! Powerbank! Ey, krass, das Spiel geht nochmal von vorne los. Runde 2. Wir sind im Gulag. Ach du Scheiße. Ey, ist das bei euch auch so dunkel gerade, Chat? Ich sehe fast gar nichts. Ich muss ein bisschen mehr Helligkeit reinmachen, oder? Geht das? Ein bisschen mehr Helligkeit? Damit ihr auch was sehen könnt. Danke, Martin Lutzam, Bro. Danke, danke. Ich lese jetzt aber erstmal nichts mehr vor. Erst später. Ich muss Helligkeit höher stellen, Chat. Man sieht sonst nichts. Dankeschön, Martin, Bro. Danke. Kuss geht raus, Bro. Okay. Wir machen weiter. Let's go. Anita Max Wing! Okay, Runde 2. Ich bin ready. Oh Gott, was sind das da für Lichter, die wackeln? Oh mein Gott. Bad girl gets an empty plate. Bad girl gets an empty plate. No exit. Digga, was sind das denn für Emojis hier? Das soll alles so diese Social-Media-Welt widerspiegeln. Ist das okay so mit der Helligkeit? Ich hoffe, man sieht alles gut. Es ist echt sehr, sehr dunkel, ne? Ja, es kommt auf YouTube. Du bist schuld. Oh mein Gott. Wurde die gemobbt, die Anita? Allein in Mexiko. Anita. Ani. Tür ist wieder zugegangen. Alles gut, wir kennen das doch jetzt hier. Wheel replacement. Recover this place. Oh mein Gott, guck mal, das Foto jetzt komplett abgeändert. Da war doch ein schönes Foto, jetzt ist alles böse. Ah! Kakerlaken! Ekelhaft, Digga, ekelhaft. Ich hasse Kakerlaken. What? Who would do this? Ich schwöre, ich habe gerade von links was gehört aus meinem linken Ohr. Da ist irgendwas, deswegen gucke ich erstmal nach rechts. Echt. Oh mein Gott, es laufen hier überall diese ekelhaften Kakerlaken rum. Ich schwöre es euch einmal, 2010 Klassenfahrt, ich war in Rom. Bei Gott, ich lüge nicht. Wir waren an diesem Platz gewesen vom Papst und so. Dann sind wir waren in so einem Klosterhotel. Das war echt sehr schlecht, so ein Ein-Sterne-Hotel oder was weiß ich. Keine Ahnung, was das war. Ich komme in mein Zimmer. Was passiert? Auf meiner Wand läuft genau so eine riesen Kakerlake ganz schnell entlang. Wir haben sofort die Klassenlehrerin gerufen. Ich schwöre auf alles, ich bin abgekackt. Ich habe gesagt, ich schlafe hier nicht mehr. Ich will ein anderes Zimmer. Dann kam die Klassenlehrerin, hat diese Kakerlake kaputt getreten und die Kakerlake war immer noch am Weiterleben. Das war unsere Biologielehrerin. Da meinte die so, ja, die Kakerlake, die stirbt schwierig, weil die hat einen Chitinpanzer und diesen Panzer zu durchbrechen ist echt schwierig. Die haben ja so einen richtigen Panzer, die Kakerlaken. Wenn du drauf trittst, die sterben nicht direkt. Das ist echt krass. Und deswegen, solche riesen Kakerlaken habe ich zum Glück noch nicht in Deutschland gesehen. Aber das ist echt ekelhaft. Das sind Monster-Kakerlaken, ehrlich. Ekelhaft, Digga. Ich komme auf sowas nicht klar, ne? Ohne Scheiß. Ekelhaft. Die Türen sind aufgegangen, ja. Santana. Mal gucken rechts den Weg entlang. Es hat... Ich habe da danach geschlafen, ja. Nachdem die eine Kakerlake weg war, habe ich da geschlafen. Wir schlafen. Oh mein Gott, hab ich mich gerade erschrocken. Ich schwöre, ich dachte, da steht gerade wieder diese eine, die auf mich zuläuft.
Das sieht ja aber auch ein bisschen aus wie so Tschernobyl-Style, ne? Kennt ihr diesen Film Tschernobyl? Kinder, die aus Traumata Geschichten machen, Einsamkeit und Angst unter Jugendlichen 2. Alle befragten Jugendlichen litten wegen vergangener Erfahrungen unter tiefsitzenden psychologischen Problemen. Interessanterweise brachten alle Teilnehmer diese als grandiose Geschichte zum Ausdruck. Ein Mädchen sah sich als tragische Heldin und war davon überzeugt, bei ihrer sie missbrauchenden Stiefmutter aufzuwachsen, während ihre liebende echte Mutter anderswo auf sie wartete. Ein anderes Mädchen glaubte, dass ihre Kindheitsnarben eines Tages zu wunderschönen Kirschblüten gedeihen würden. Diese im Angesicht extremer Not zweckdienlichen Geschichten entstehen aus einem tiefen Wunsch, dem unerträglichen Schmerz und Selbsthass zu entkommen. Je schlimmer das Trauma, desto ausgefallener die Geschichte. Krass. Ich krieg Gänsehaut, ne? Okay. Wait, it's back on. Auf einmal geht ihr Handy-Akku wieder, Bruder, was? Oh Gott, jetzt passiert wieder. Ugly steht drauf. How could somebody do this? Fertig, mein Meisterwerk. Das ist gut, also deine Arbeit spricht mich wirklich an. Social Media, das ist krass, dass sie das so gemixt haben, ne? So Horrorspiel mit Real-Life-Themen, Social Media. Krass, ehrlich, krass. Wait. Deine Kunst ist kacke. Selten noch Schlechteres gesehen. Das sind die Hate. Oh mein Gott! Digga. Was ist denn das? Ich weiß, es ist echt Psycho, dieses Spiel, ne? Es ist echt Psycho. Das sind die Hater! Mit Rucksack! Das sind die Hater, die mal die Hate-Kommentare schreiben. Alter, hab ich mich gerade erschrocken. Ich schwöre es dir. Auf einmal stehen die ja alle. Steht das eine Ding da hinten noch? Der, das ist weg. Der ist weg. Oh mein Gott, Digga. Oh mein Gott. Zieh den Rucksack aus, wenn du mit mir redest. Junge, ist das krank, Alter. Ey, Jem, wie kann man diese Demo nicht nice finden, Alter? Das ist echt krass. Also, du musst mal das Spiel wirklich dich hineinversetzen, es fühlen. Ich find's bisher echt gut. Ohne Scheiß. Aber ich bin gespannt, wie auch die erste Folge bei euch angekommen ist, aber es macht echt Bock. Man hat die ganze Zeit Angst. Das Thema ist krass, was hier abgeht. What's this? Alter, guck mal, die ganzen Blumen und so. Ne, wir sind jetzt viel weiter höher. All your fault steht da. Alles deine Schuld. Mein Gott, wir sind jetzt wieder hier in diesem Raum. Nein, ich kann das nicht mehr. Ich habe keinen Bock mehr, Alter. Es soll zu Ende gehen. Was ist das für eine scheiß verdammte Demo? Ja, man hat schon Nervenkitzel. Ist das wieder das gleiche Buch? Ja, das ist genau das gleiche Buch von vorhin mit diesen... Angst, weniger Likes zu bekommen und sowas. Und hier kam noch dann dieses Mon. Amelie schreibt. Amelie, hat sie mir auch geschrieben? Ich muss gleich gucken. Just like before. Das ist genau wie vorher. Geht's dir gut? Gut genug, um aus dem Bett zu kommen. Entschuldige, dass ich eine schlechte Freundin... Hä? Das ist genau das Gleiche. Das ist genau das Gleiche wie vorhin. Warum fragst du das? Sag es mir. Ist Maya wirklich tot? Warum fragst du? Bitte sag es mir. Ich kann auch noch nicht glauben, dass sie tot ist. Ich wünschte, es wäre eine Lüge. Sie schien völlig in Ordnung zu sein, bevor es passierte. Aber ist Maya wirklich tot, ja? Anita, geht's dir gut? Hast du genug geschlafen? Einigermaßen. Ich nehme ein paar gute Medikamente. Medikamente sind gut, aber was ist mit der Therapie? Das hatten wir schon. You're so good to me, but you're leaving me behind. Hat Amelie mir auch geschrieben? Amelie hat geschrieben. Bin home, schaue Netflix, haha, aber klingt spooky, Silent Hill. Komm doch einfach in meinen Livestream, guck dir das an, Silent Hill. Wirklich, ist krass. Du hast gerade schon wieder hier geschrieben. Die Geschichte wiederholt sich. Maya hat die wirklich gesehen? Nein, sie hat nur über ein Buch gesprochen, das sie kürzlich gelesen hat. Trotzdem fühle ich mich schuldig. Und wenn sie mir nichts gesagt hat, hätte ich wissen müssen, dass etwas nicht stimmt. Did Maya really not say anything? Like, at all? So what'd you think of the book? Findest du das Buch
The author killed themselves. In jungem Alter umgebracht. Der Autor. Okay. Something beautiful from something tragic. It's kind of enchanting, isn't it? I wonder what they were thinking right before they died. Anyway, I didn't think you'd share your thoughts in a letter. You really are shy, aren't you? I actually kind of like that, though. You write in a really oh mein Gott, guck mal da unten die ganzen Dinger. Da sind diese ganzen Zettel wieder. Was geht hier? I can't wait to read more. Ach du Scheiße. Oh, okay. Das ist so geil gemacht mit dieser echten Grafik, ne? Nein, nein, hör dir das! Was war das denn schon wieder? Ich hasse diesen langen Gang. Das ist immer so typisch Silent Hill. Dann am Ende des Ganges kommt immer irgendwas. Waren wir hier schon drin? Waren wir hier schon? Nee, ne? Mein Gott, hier sieht alles gleich aus. Mach Fenster auf und schrei nach Hilfe, du dumme Kuh, Alter. Ich würde hier schreien. Ich würde das Fenster aufreißen und schreien um mein Leben. Tür ist wieder zugegangen, ja. Und da ist wieder eine Tür auf. If you want food, do what I say. Order some food. Order some food. If you want food, do what I say. Ich bestell mir gleich was, chill mal. In der japanischen Kultur ist schon lange eine Schönheit durch Opferung verwurzelt, wofür Harakiri, also das Aufschneiden des eigenen Bauchs, was? Das perfekte Beispiel ist, Zweck dieses Rituals, die Welt von den eigenen Vergehen zu befreien und sich selbst zu reinigen, indem man sich das Leben nimmt. Dieser Gedanke ist für viele aus der westlichen Welt befremdlich und vor allem junge Leute benehmen fälschlicherweise an, dass sich Japaner nach einem schönen Tod sehnen. Moderne Japaner sehen Selbstmorde längst nicht mehr in einem so positiven Licht. Dabei schätzen sie nicht unbedingt das biologische Leben, sondern vor allem das Soziale, in dem der Tod nötig ist, um das Leben zu schützen. Das ist heftig. Vorsicht. Okay, okay. Oh mein Gott, da ist wieder dieses Bild von ihr. Warte, da gehe ich noch nicht rein. Ich guck mal, was ist hier? Alter, was geht denn hier ab? Wo gehe ich jetzt zuerst rein? Ich gehe zuerst hier rein, oder? Wir können hier nichts machen. Hier ist das Bild noch schön. Das ist echt krank. Wir wissen auch gar nicht alle, also ich war noch nie in Japan gewesen, wie da so die Kultur ist, was da so abgeht und so alles. TikTok dort und was weiß ich alles. Das ist ja eine andere Welt als hier. Wirklich, das ist eine ganz andere Welt. Der Glaube an die Hexe von Kettenstadt. Diejenigen, die an die Hexe von Kettenstadt glauben, haben viele Praktiken mit modernen Wickers gemein. Dazu gehören beispielsweise das Beten für eine reiche Ernte, das ist mein Name, und die Verehrung von einer Göttin. Der Glaube an die Hexe zeichnet sich jedoch durch die Mischung aus westlichen und östlichen Bräuchen aus. Über die Ursache dieser Vermischung gibt es eine recht kreative Theorie. Während japanische und deutsche Geschäftsmänner und Arbeiter in den 1930ern gemeinsam auf wirtschaftliches Wachstum und Wohlstand hingearbeitet haben, soll es einen kulturellen Austausch gegeben haben, der den Glauben an Hexen verbreitet haben soll. Okay. Wonder what those guys are talking about. Was ist denn das? Das ist Slenderman! Oh nein, Wahrsagerei. Ach du Scheiße. A lot of people are getting into that, huh? You don't believe in that stuff? Doch, ich glaube dran. Ich habe aber Respekt davor. I think there's something real about it. My great-grandmother was a fortune teller. I hear people here used to treat her like some sort of prophet. But they all eventually turned on my great-grandmother.
guess you can predict other people's futures. Aber nicht ihre eigene. But not your own. Boah, diesen Spruch kenne ich irgendwoher. Ja, das kenne ich von Star Wars Episode 3. Oh mein Gott. Wie ging nochmal dieser Spruch Episode 3 bei Star Wars? Darth Plagueis, so weise, er konnte andere vor dem Tod bewahren, aber sich selbst konnte er nicht vor dem Tod bewahren. Das hat mich gerade an diesen Spruch erinnert von Star Wars Episode 3. Darth Plagueis, der Weise. Oh mein Gott, jetzt sind diese Karten hier, Alter. Tarotkarten. Tarotkarten, meine Zukunft braucht man nicht vorherzusagen. Nee. Ohne Scheiß, sowas würde ich niemals machen, Alter. So würde ich niemals machen. Diese ganzen Karten daneben und so. Ich habe wirklich Respekt vor sowas, ne? Ich möchte mit sowas nicht in Verbindung gebracht werden. Ja, dieses Visage haben mir viele reingeschrieben, aber ich glaube, dazu bin ich noch nicht bereit. Da muss ich noch ein bisschen VR-Brille spielen. Okay. Okay, so. Wir gehen... Oh mein Gott, Digga. Ich habe so Panik, ne, dass hier die ganze Zeit irgendwas steht, ne? Wenn ich rausgehe aus diesem verdammten Türe... Die haben das extra gemacht, dass man die Sichtempfindlichkeit nicht schneller machen kann. Jetzt ist es wieder hell? War nicht gerade dunkel? Hier waren wir doch gerade auch gewesen, oder, Freunde? Jetzt sind wir wieder... Immer, warum sind wir jetzt so weit hoch? Vorhin waren wir noch nicht so weit oben, oder? Jetzt ist die Frage, geht's da hinten weiter? Geht's hier weiter? Ich weiß es nicht. Ich bin gerade verwirrt, Leute. Ich bin gerade ehrlich verwirrt. Wo geht es jetzt weiter, ist die Frage. Und nicht, dass jetzt dieses Monster wiederkommt, ne? Ah, ne, hier waren wir noch nicht. Trash Room? Ah, mein Gott, der Müll! Ah, hier ist überall Müll. Ah, was sind denn... Oh, die Kettenkakerlaken, Digga. Oh, oh mein Gott. Ich schwör, ich krieg Gänsehaut, ne? Wirklich, ich krieg Gänsehaut, wenn ich das sehe, ne? Ist das ekelhaft. Amelie schreibt, kannst du mir den Link für den Livestream schicken? Ja, ich schicke jetzt den Link, Alter. Twitch... .tv/Ernesto. Jetzt kommt Amelie in den Stream. Scheiße, Alter. Das ist alles deine Schuld. Alles, du herzloses Miststück. Du hast mir alles gestohlen. Meine einzige Freundin und meinen Platz in dieser Welt. Und es ist dir egal. Ich bin für dich unsichtbar. Ich hasse dich. Du bist nicht talentiert. Du bist nichts Besonderes. Dieses beschissene Gekritzel soll Kunst sein. Du kamst aus dem Nichts und hast alles kaputt gemacht. Fick dich, fick dich. Verschwinde, verfick nochmal aus meinem Leben, du Stück Scheiße. Alter, was geht denn hier ab? Bruder, was ist denn da drin am Krabbeln, Alter? Ich muss hier schnell raus aus diesem Müllraum hier, Alter. Ekelhaft. Amelie ist die, die uns hier gerade geschrieben hat im Spiel. Amelie, bist du da? Schreib mir bei WhatsApp. Zimmer 207. Zimmer 207, ich komme rein und mache Party. Machst du heute Party, SpongeBob? Ich mache heute Party. Bruder, das ist einfach Jigsaw. Das ist Jigsaw. Chat, das ist Jigsaw. 23. Dezember. Ich kann nicht mehr lernen, seit mein Bruder über Weihnachten zurückgekommen ist. Er ist nett zu mir und stört mich nicht oder so, aber ich halte es nichts aus, wie er mich anstarrt. Ich weiß, dass er mich damals bestimmt nur geärgert hat, aber seitdem habe ich Angst vor ihm. Deswegen hasse ich es auch, wenn mich Typen angucken. Ich kann nicht fassen, wie viel Haut andere Mädchen in der Schule und in der Stadt zeigen. Aha, Onlyfans. So langsam habe ich meinen Lernrhythmus gefunden. Meine Testergebnisse fallen echt gut aus. Ich mache mir nur Sorgen, weil sich meine Eltern in letzter Zeit viel streiten. Genau wie heute. Ich habe Mama gefragt, woran das liegt, aber sie wollte es mir nicht sagen. Morgen ist die Prüfung. Mama hat gesagt, dass sie stolz auf mich sein kann, weil ich so hart gearbeitet habe. So fühle ich mich super. Sie ist zwar nicht meine echte Mama, aber sie liebt mich. Genau wie ich sie. Mama, ich schaffe das morgen mit Links für dich und Papa. Ich schwöre, erinnere mich wirklich an Saw, ne? Das ist ja krank. Okay, wir machen weiter. Schreibt mal alle ein Hallo für Amelie rein. Amelie, schau gerade diesen Stream. Amelie! Wir kriegen jetzt bestimmt wieder eine Nachricht von dir. Medizinische Fakultät der Medizinischen Universität Deutschland. Einführung. Wieso Deutschland jetzt? Ach geil, jetzt geht's los. Mit Deutschland. Liebe angehende Studentinnen, Studentinnen. Willkommen bei der Medizinischen Universität Deutschland. Die MUD wurde 1709 gegründet und ist eines der ältesten, renommiertesten Institute Europas. Unsere hochmodernen Forschungsanlagen warten bereits auf Sie. Details zur Einführung. 24. September.
Audimax, okay. This is for the college Amelie wants to auf das Amelie to. Gehen wir. Siehst du, Amelie, du bist an allem schuld. Amelie, du hast geschrieben. Amelie, wieder da. Hey, Anita, hast du kurz Zeit, um zu reden? Anita, Max Wing. Klar, was gibt's? Du schienst vorhin etwas verwirrt zu sein. Wenn dich etwas bedrückt, kannst du es mich wissen lassen. Danke, aber es geht mir gut. Tut mir leid, dass ich es angesprochen habe. Ich will nicht stören. Nein, schon gut. Macht mir nichts. Hey, wir sollten mal zusammen shoppen gehen. Ich habe mein Haus seit einer gefühlten Ewigkeit nicht mehr verlassen und mein Bruder kommt her. Ach so, alles klar bei dir? Ja, ich versuche nur, ihm so gut wie möglich aus dem Weg zu gehen. Also shoppen, ja? Wir finden schon was Nettes für dich. Nein, schon gut. Ich bin kein Fan von Menschenmengen. Und an mir sieht sowieso nichts nett aus. Hör auf, so zu reden. Du bist viel zu hart zu dir selbst. Du siehst gut aus. Du musst nur das richtige Outfit finden. Too hard on myself. Amelie's the only one who thinks that. Amelie, Amelie. Amelie? Amelie muss uns jetzt helfen, hier aus diesem Spiel wieder rauszukommen. Stay home alone. Wie Kevin? Stay home alone. Wie aggressiv die das versucht zu sagen. Stay home alone. Ah, es sind noch ein paar Fotos an den Wänden. Das Thema vom Spiel, es geht hier wirklich so gerade darum, in Japan anscheinend oder im asiatischen Raum, dieses Thema Social Media, Mobbing und all sowas. Und das irgendwie mit Horror noch so verbunden zeigt. Also es ist schon eine krasse Message hinter dem Spiel, muss man sagen. Es ist nicht einfach so irgendein Horrorspiel, sondern hier ist auch wirklich irgendwas aus dem echten Leben so mit eingemischt worden, sag ich mal, ne? Ich kann mich endlich aufs Lernen konzentrieren, also mache ich vielleicht die Nacht durch. Das ist zwar schlecht für meine Haut, ich weiß noch, wie sie mich Troll oder Nerd nennen, aber das ist mir egal. Ich muss es auf die Hochschule in der Stadt schaffen. Guck jetzt hier auch schon wieder so nebenbei, wieder so dieser Nebensatz mit Thema Mobbing. Ich höre schon, wie sie mich Troll oder Nerd nennen, weil sie so extra viel lernt, so nach dem Motto, die Streberin. Mama und Papa zählen auch auf mich. Ich werde sie stolz machen und es auf Anhieb schaffen. Also dann, Bücher, auf und los. Papa hat heute davon geredet, dass die Stadt erneuert werden sollte. Ey, Amelie hat geschrieben! Amelissi95, ich bin original Amelie, was ist los mit euch? Amelie ist im Chat. Schenkt mir einer Amelie einen Sub hier. Ey, Chat. Amelie ist im Chat. Amelissi. Was ein Name, da ist sie doch. Krass, Alter. Einfach halbes Jahr keinen Kontakt mehr gehabt. Einfach jetzt wegen Horrorspielen wieder Kontakt. Ich kann nicht mehr. Oha, M. German hat Amelie einen Sub geschenkt. Dankeschön, M. German. Selbst als ich noch klein war, war diese Stadt noch nichts Besonderes. Es gibt nichts zu tun. Gebäude sind uralt, wir leben in einem Kaff. Amelie, glaub mir, das hier ist besser als Netflix. Hier ist die wahre Unterhaltung, nicht auf Netflix. Hier, in diesem Stream. Meine Zukunft liegt nicht hier, sondern in der Stadt und im Hochschulleben. Von meiner Aufnahmeprüfung nächstes Jahr hängt alles ab. Ich muss weg, bevor mein Bruder zurückkommt. Okay, weiter geht's. Eieiei, da stand wieder Corona. Ja, siehst du, Corona hat auch mit dem Spiel was zu tun. Okay, wo geht's jetzt weiter? Alter, mein Daumen tut gerade richtig weh. Ich hab gerade voll... Amelie, die zweite Kunde schon drin, VIP? Nein, Amelie, direkt VIP machen. Das wäre doch unfair. Das machen wir nicht. Okay, guck mal, was hier so liegt. Er muss ja mal ein bisschen viel lesen. Ich bin nicht mal so der Spieler, der immer so viel lesen tut. Aber hier ist es interessant, weil hier passt das ja auch zum Spiel alles sehr gut mit rein. Ich habe heute mit der Post Materialien von meiner ersten Wahl gekriegt. Ich werde auf eine Hochschule gehen. Ich bin so froh, ich kann es nicht fassen. Mama, Papa, ich werde mich beim Lernen ranklotzen und die beste Tochter überhaupt sein. Vielen, vielen Dank für alles. Mama und Papa brüllen sich an und es fällt immer wieder das Wort Insolvenz. Ach geil, Insolvenzverfahren. Meinten Sie nicht, dass Sie zurechtkommen, auch wenn die Erneuerung flachfällt? Also sind Sie jetzt pleite, oder? Heißt das, dass ich nicht auf die Hochschule kann? War die harte Arbeit umsonst? Niemals, lass mich nicht allein, Mama. Ich kann nicht hierbleiben, nicht mit meinem Bruder. Mama ist gerade ausgezogen. Sie hat gesagt, ich soll hier aus dem Weg gehen, ich muss hier weg, ich will einfach verschwinden, aber wohin? Das ist alles ein böser Traum. Nur ein böser Traum. Amelie hated the way her brother looked at her. Amelie hasst es. I bet she wants to leave to get away from all that. Und jetzt Plot-Twist, Amelie hat wirklich einen Bruder. Das weiß ich sogar noch. Ey, Amelie, nicht erst am Ende, bist du das wirklich? Ach du Scheiße. Okay. Bruder. 25. Schülerin tot aufgefunden. Möglicher Selbstmord. Nee, danke, dass du mich gerettet hast, als ich vom Hochhaus springen wollte. Was? Nee, danke, dass du mich... Ja. Dankeschön, Chat. Amelie ist einfach so... Psst. Hab das Spiel mitkreiert. Ja, okay. Alles gut.
Ja, aber wann sieht man sich denn mal wieder hier, wenn man dich schon einmal hier im Chat hat? Sieht man sich morgen Abend mal vielleicht in der Stadt? Oder nicht? Was geht denn so ab? Erzähl mal ein bisschen. Am 24. hat ein Anwohner gegen 10 Uhr beobachtet, wie eine 18-jährige Schülerin in Kettenstadt vom Dach eines Wohngebäudes gefallen ist. Das Mädchen wurde sofort ins Krankenhaus gebracht, ist dort aber 2 Stunden später verstorben. Der Schule zufolge war das Mädchen verzweifelt, weil es wegen Schwierigkeiten im Elternhaus nicht auf eine Hochschule gehen konnte. Sie hat keine Nachricht und auch kein Tagebuch hinterlassen. Auch die Polizei geht von einem Selbstmord aus. Krass. Es ist, glaube ich, gerade... Amelie ist nicht so, though. Ja, Amelie ist aber nicht so. So habe ich sie auch nicht kennengelernt. Gott, gleich wird irgendwas wieder passieren. Es war zu lange. Zu lange war hier gerade still. Chat, ohne Scheiß. Irgendwas passiert jetzt gleich. Er speichert! Er speichert. Wenn es speichert, ist nie gut. Jetzt kommt das Monster wieder. Hallo! Danke für den Audio. Okay, hört auf jetzt. Ist das, sind wir hier richtig, Freunde? Oh mein Gott. Der Weg in die Freiheit. Jetzt wird was passieren. Aber da geht's auch lang. Wo soll ich lang? Rechts oder links? Also wenn ich sie wäre, ich würde jetzt einen Sprint machen wie Usain Bolt. Einfach 9 Sekunden, 100 Meter Lauf. Bumm, durch. Was wollen wir wetten? Jetzt genau die Türe geht zu und dieses Monster kommt. Aus dem Schrank hier links. Mit Besen. Was ist das für ein Raum? Oh mein Gott, hier passiert gleich was. Alter, was geht denn jetzt ab hier? Geh durch. Ich bin drin. Alter, wie schön. Auf einmal schön hell, alles beleuchtet, keine Probleme. Hä, ja, voll geil. Spacey, einfach Dings hier. Was soll das darstellen? Wie heißt diese Marke nochmal? Supreme. Nein zu Drogen. Im Ausland studieren. Also sogar alles auf Deutsch, Alter. Krass. Im Ausland studieren. Highschool sind wir hier. Im College. Das Periodensystem der Elemente. Stimmt das so? Ist das wirklich so? Das ist einfach so draufgeklatscht. Steht noch hier alles. Naturalmuseum. Supreme. Junge, meine Stimme, Alter. Ich glaube, es Voice Cracks. Basketball. Michael Jordan. Hört ihr diese Stimmen? Sieht aus wie Outlast 2. Erinnert mich wirklich daran. Hab Chemie LK. Ja, sag doch mal. Sind das wirklich das... Ist das wirklich das Periodensystem? Oh mein Gott. Gleich kommt das düstere Erwachen, schreibt Amelie. Hör auf, Amelie. Was ist denn das jetzt hier? Sind alle unsichtbar. Dad! Oh mein Gott, Digga. Der schmeißt mit Schuh auf mich. Der Hund. Ey. Wisst ihr, wie schlimm das ist mit Kopfhörern auf volle Lautstärke? Ich höre nicht mal, wie laut ich rede. Go away. Das mit VR-Brille, ne? Ich hab die ganze Zeit gedacht, mir wird irgendwas ins Gesicht geschmissen. Das stellt das Thema Mobbing dar. Wo muss ich denn jetzt lang? Was steht denn da? No wonder nobody likes you at school. Alter, die wird komplett gemobbt, ne? Hier geht's auf jeden Fall nicht weiter. Müssen wir wieder zurück? Mein Gott, Alter. Macht mir gerade voll Angst. Lass mich raus! Wie die alle einen aussachen, diese Versager hier. Was heißt das, Witch? Was muss ich denn jetzt hier machen? Ach so, du Hexe. Ach so, ja, stimmt. Witcher 3. Hexe 3. Ja, stimmt. Hexe. Ja, mein Gott. Ich hatte kein Englisch LK, Leute. Wo geht's denn jetzt hier weiter? Lass mich doch mal durch hier, Mann. Ey. Aha, hier ist ein Spind. Okay. What the hell? Get out, you freak! Slut! Your heart's fucking weird. You're a freak! Cocky piece of shit.
Scheiße, wo bin ich denn jetzt wieder gelandet hier? Oh, ohne Scheiße, absolut Nervenkitzel die ganze Zeit. Alter, was ist denn das? Ey, das ist ja richtig krank. Guckt euch mal diese Einblendungen an. Das ist Mobbing Level over 9000. Das mit VR, das mit virtuelle Brille. Diese ganzen Dinger würden mir so entgegenkommen, fliegen. So fühle ich mich jedes Wochenende, wenn ich aus der Altstadt komme. Get out, you freak! Oh mein Gott, was ist das? Ist das Paralleluniversum? Was ist denn das? Oder mein Kopf dreht sich mit. Das ist einfach LSD-Trip. Das haben die aber echt krass gemacht. Das sieht krass aus von der... Das ist die Mobbing-Hölle hier. Und bitte sei diese Demo jetzt vorbei. Es reicht doch jetzt, Alter. Ich habe die ganze Zeit Herzrasen, ne? Es ist doch wirklich Wahnsinn. Alter Schwede, ey. Okay, wir sind wieder hier. Alles ist gut. Was ist denn mit dem Bild jetzt hier los? Die endlose Leere. Oh mein Gott, hier ist was? Nein. Was ist denn? Oh mein Gott, was ist denn? Weiter! Jetzt ist das Monster ist wieder da. Amelie ist da. Amelie, lass mich in Ruhe. Oh mein Gott. Digga, ist das krank? Guck mal, diese Münder überall. Was sind das für... Bitte helfen Sie mir. Nein. Hilfe. Oh mein Gott, Alter. Hilfe, schneller, renn doch. Oh mein Gott, das ist hinter mir! Ich höre das! Ich höre das! Ich höre die Stimmen! Oh mein Gott, lieber Gott, bitte, lieber Gott! Oh mein Gott, bitte! Habe ich den Weg? Don't look at me! Stop it! Bitch! Loser! Bitch! Renn wohl an, links! Nein, don't fuck, don't run! Schneller! Hä, das ist dieselbe Runde! Ey, welchen Weg muss ich denn hier gehen, Mann? Verdammte Scheiße! Was will ich jetzt hier? Ah! Bitte schneller rennen! Oh nein! Oh mein Gott! Los, von da rechts! Ich kann nicht mehr, ey! Ich hasse sowas! Ich hasse es, verfolgt zu werden! Das war's! Ich renne im Kreis, ich Idiot! Ich kann nicht mehr, Chat, bitte! Ich kann das nicht mehr, bitte! Sag mir einer, wo lang muss ich rein? Die rennt schneller als Mbappé, Toti! Oh mein Gott. Freunde, ich brauche Hilfe. Bitte helfen Sie mir. Bitte, stupid. Da stand die wieder. Oh mein Gott. Stop. Habe ich es geschafft? Oh mein Gott, ich hab's geschafft! Alter, ich hab's geschafft, Alter. Ich bin schneller als Van Dijk. Bruder, Alter, was war das für ein Labyrinth, verdammte Scheiße. GG's in den Chat. Ey, das ist wirklich krank mit diesem Verfolg. Man fühlt sich wie Outlast hier. Boah,
Finde es. Finde was? Finde es. Finde was? Biene Maya. Reicht jetzt wirklich, Alter. Puh, kurz durchatmen. Das war gerade echt hart, dieses scheiß Labyrinth da, ne? Ich bin einfach versucht, so zu laufen, dass ich nicht zu den Stellen laufe, wo ich schon war. Versteht ihr? Nein, das ist nicht Amelie. Amelie hat blonde Haare. Oder hast du wieder braun gefärbt? Amelie, bist du das? Da waren trägst du eine Brille. Ich bin seit heute Morgen nicht besonders gut drauf. Ich wollte mich mit Graffiti ablenken, aber ich war nicht bei der Sache. Vielleicht, weil Mama und ich uns gestritten haben. Eher nicht. Kam mir schon öfter vor. Ich weiß schon lange, dass hier andere Dinge wichtiger sind als mir. Liegt es daran, dass sich meine Mitspieler geärgert haben? Unwahrscheinlich. Sie kennen mich nicht. Sie lassen nur ihren Ärger an mir raus. Es muss daran liegen, dass ich ihn und die Hoffnung, die er mir geschenkt hat, verloren habe, oder? Warum fühle ich mich so? So ging es mir noch nie. Blond, gelegentlich Brille. Ah, okay. Ja. Okay, okay. Skizzenbuch. Schauen wir uns mal das Skizzenbuch an. This guy looks familiar. Sie kommen bekannt vor. They're hurt. Sie ist verletzt. Where are you going? Wo gehst du hin? Yeah. Ah, that's right. Im Himmel. Amelie. Amelie. Das ist Amelie. Dieses Spiel ist echt krank, ne? What's that? Oh, you like what you see? Come closer then. Wait a sec. You two are from my class. Those glasses look good on you. Brille steht dir. Sorry, she's so cute. I couldn't help myself. Was geht denn jetzt ab? Hey, ich kenne die doch, die Schauspielerin. You're always welcome. Ist das Amelie? Na, das ist Game, ne? I only ever cared about Amelie. She didn't see me. I was invisible. Nicht gesehen, ich war unsichtbar für sie. Boah, das ist traurig, Alter. Das ist traurig. Das ist traurig. Oh mein Gott, es geht noch weiter, Alter. Bitte, ey. Jetzt wieder das Bild angucken, oder? Oder wo lang muss ich jetzt? Oh nein. Sag mir nicht, ich muss jetzt wieder da raus. Bitte, ich will nicht wieder da raus. Dieses scheiß Monster hat mir... Hä? Wo bin ich denn? Wo bin ich denn jetzt hier? Back at school. Was geht denn jetzt hier ab, ey? Weil das Spiel ist echt krank, ne? There's no beauty in any of this. Oh, oh, sorry. I was just thinking about something. Was du wolltest? Das Buch, das ich wollte? I finished it, so it's all yours. I wrote my impressions in a letter. Ich habe meine Eindrücke in einem Brief festgehalten. Read it when you get home. Lies ihn, wenn du nach Hause kommst, ja? Ach du Scheiße! Mal diesen Gang an. Was kann ich jetzt spielen? Nee, ne? Bitte dreh dich jetzt nicht um und. Where was it? Wo war das Buch? Book. Das von einer Hexe verfluchte Kettenstadt. Böse Magie für Probleme der Stadt verantwortlich.
schrumpft nach wie vor rapide. Die Geburtenrate liegt bei 0,7, also unter der Hälfte des deutschen Durchschnitts. Warum geht es denn hier auch die ganze Zeit um Deutschland? 1,6. Die Fehlgeburten liegen hingegen bei 31%, mehr als im Doppelten des Durchschnitts. Die Wirtschaft liegt in Trümmern und die einst aufblühende Industriestadt ist schon zweimal in ihrer Erneuerung gescheitert. Einige Forscher, die sich mit dem Okkulten befassen, vermuten eine Hexe als Ursache für den Abschwung von Kettenstadt. Die Hexe war eine Japanerin, die die wirtschaftliche Entwicklung der Stadt in 1930 in ihrer Hellseherei beeinflusst hat. Die Forscher glauben, dass sie gejagt und ermordet wurde. Die eine da, die es war, diese Oma, die Hell gesehen hat und dann gestorben ist. Sie konnte alles vorhersagen, aber ihren Tod nicht. Vor ihrem Tod soll sie die Stadt mit einem Fluch belegt und ihre Wachstum damit erstickt haben. So, it is a curse. Es ist ein Fluch. But why me? Why do I have to be cursed like this? Gott, finde es. Sag's mir, ist das dein Fluch? Finde es. Es ist noch nicht das, was wir gefunden haben. Mein Gott, wer ruft mich denn jetzt hier an, Alter? Amelie hat geschrieben, geh pennen. Hoffe, mein Double in braunhaarig bringt dich sicher zum Ziel. War mega funny. Hallo! Ich bin am Streamen, Bruder! Hallo, Mann, ich bin im Rosenrot hier. Wo bist du? Im Rosenrot. Rosenrot? Grasinger Straße. Ach so. Ja, Bruder, ich bin am Streamen, ich spiele Horrorspiel. What in a place like this? Wir müssen hier irgendwas finden. Anscheinend einen Brief, irgendwas im... Irgendwas Verstecktes, was uns hinterlegt worden ist. Wir müssen hier irgendwas finden. Guck, Chat, einfach wegen Horrorspiel Kontakt zu Amelie wieder aufgebaut, Kapi. Digga, einfach wegen Horrorspiel. Ich schwöre, ich habe da vor locker ein halbes Jahr nicht mehr mit der geschrieben oder so. Oder ein Jahr nicht mehr, keine Ahnung. Ach du Heiliger. Hinter dir an meinem Stuhl ist irgendwas? An meinem Stuhl hier? Hier ist nichts. Wir müssten hier irgendwas suchen, Leute. Wir müssen zwischen den Büchern lesen. Irgendwas scheint hier zu sein. Die Frage ist, was? Was müssen wir hier suchen? Oder müssen wir wieder raus? Raus geht es nicht. Da. Looks like there's space. Es wäre hier Platz für ein Buch. Wait. I think I know these. Du spinnst. No way. Kein Fall. Scheiße. Das war's nicht. Wo ist der Hinweis? Da. Nee. Irgendwas übersehen wir, Freunde. Irgendwas übersehen wir. Das haben wir schon gehabt. Hier an der Tafel. An der Tafel vielleicht. Irgendwo muss es hier einen Hinweis geben. Das haben wir schon untersucht. Irgendwo am Laptop hier vielleicht. Ist hier irgendwo was versteckt? Irgendwas haben wir noch nicht gefunden. Oh, die Türe ist offen, sehe ich gerade. Stimmt. Die Türe ist offen. Ja, zum Spind? Oh mein Gott, das... aus wie Prison Break hier gerade. Ja, da war ja das letzte Buch im Spind. Habt ihr ja gesehen in dieser Sequenz. Meint ihr... Es kann sein. Also wir müssen auf jeden Fall jetzt raus. Okay, gut. Und das, meine Damen und Herren, war's von der zweiten Folge Silent Hill. Es wird noch eine dritte und letzte Folge geben und das wird das große Finale dieser geilen Demo sein. Deswegen, wenn ihr Bock drauf habt, lasst jetzt einen Daumen nach oben da. Schreibt auch gerne einen Kommentar und die Tage wird dann das große Finale online kommen. Macht's gut, Freunde. Wir sehen uns bei weiteren Videos wieder. WWE wird natürlich jetzt auch losgehen. Keine Sorge, El Rille wird zurückkehren. Das wird auch nochmal unnormal geil werden. Und darum würde ich sagen, in Estual werde es raus. Haut rein und ciao.